Also, ich bin Karina und ich bin diejenige, die mit Hendrik zusammen am Chemnitzer Schulmodell die Jahresbegleitungen zum Thema Erwachsenwerden macht. Ein ganzes Jahr lang mit der 8. Klasse, immer so ungefähr einen Tag im Monat. Und ein Teil dieser Jahresbegleitung zum Thema Erwachsenwerden ist das Projektwoche jedes Jahr. Und die Projektwoche haben Hendrik und ich vor vielen Jahren zusammen bei einer Wanderung in den Trail Pine Mountains entwickelt. Und seitdem wird die jedes Jahr durchgeführt an der Schule. Die Projektwoche ist eine Chance, nach ungefähr einem halben Jahr Arbeit, die wir mit den Kids, jugendlich werdenden jungen Menschen der 8. Klasse, die wir mit denen machen. Also wir gehen viel mit denen in die Natur, in den Wald, und die beschäftigen sich mit Fragen, wer bin ich, wer will ich sein, wie soll mein Leben sein, wie war meine Kindheit, was sind meine Träume, was sind meine Stärken und Schwächen, wie fühlt es sich an, Verantwortung zu übernehmen. Und nach einem halben Jahr haben die so viel Input angesammelt, dass wir finden, dass es eine Chance geben muss und eine Chance auch für die Außenwelt, das wahrzunehmen, eine Chance geben sollte, das auszudrücken, also was zu zeigen von dem, was sich da innerlich bewegt hat und noch am Bewegen ist und vielleicht ein Ausblick, was sich bald bewegen wird. Und so haben wir diese Projektwoche erdacht, und in dieser Projektwoche sind immer Künstler dabei, die von sehr, sehr weit herkommen, also aus Amerika ist es dieses Jahr, sind es Navajo-Indianer, eine ganze Familie, den Jugendlichen sozusagen ihren Tellerrand zu öffnen und zu gucken, was gibt es denn noch außer meinem Horizont, was gibt es denn noch für Kulturen, wie komme ich mit anderen Sprachen zurecht, wie reagiere ich denn auf andere Mentalitäten und was kann ich denn daraus lernen? Also fühle ich mich davon bedroht oder ist es was, was für mich eine Bereicherung ist, und wer bin ich, wenn ich mit dem ganz anderen unterwegs bin sozusagen? Und dazu gibt es viele Künstler, wir haben zwei sehr herzerfrischende junge Damen aus Spanien rangeholt, die sind deutschstämmig, aber leben in Spanien, die leiten einen Workshop. Und dann haben wir dieses Jahr die lokalen Ressourcen angezapft, was auch in Zukunft Konzept sein wird, und haben geguckt, was haben wir für fitte Leute in Chemnitz, die eine gute Mentorenschaft für Jugendliche übernehmen können. So, und so sind Jugendliche zusammen mit diesen Erwachsenen in Mentorenrolle für eine ganze Woche in Workshops und lernen zwar äußerlich betrachtet Technik, also dieses Jahr ist es mit Feuer umgehen oder Akrobatik oder Musikinstrumente beherrschen oder so Sachen, Theater spielen, und lernen aber eigentlich durch die Beziehung, die sie zu diesen Mentoren herstellen, durch das, was sie durch die Persönlichkeiten der Mentoren und Mentorinnen vermittelt kriegen. Ich bin Ute und wir machen zusammen den Akrobatik-Workshop. Also wir versuchen eigentlich so ein bisschen Tanz und ja, aber in Akrobatik ist es jetzt nicht nur Bewegung, sondern wir machen ja auch Partnerakrobatik. Wir sind auch zwei Partner. Wir leben in Spanien, machen dort unsere Akrobatik, haben auch teilweise Auftritte. Und da kommt es halt dann auch drauf an, sich auf den anderen einzuschwingen. Das ist nicht einfach nur eine Übung zu machen, da gehört noch vieles mehr dazu. Genau, und jetzt in dem Workshop versuchen wir auch direkt jetzt auch Tanzelemente mit reinfließen zu lassen, dass es jetzt nicht nur statische Abläufe sind, sondern dass es schon einfach auch ein runder Ablauf ist. Also was uns echt aufgefallen ist, ist, wir machen halt in Spanien auch, also arbeiten wir mit Schulklassen und mit Jugendlichen, dass eure Schule sehr viel Eigeninitiative entwickelt in den Ideen. Wir geben wirklich nur so eine Basis, wir legen was hin und die Kinder machen komplett die Sache draus und wir geben eigentlich nur so die Rahmenunterstützung. Aber ich habe ganz oft auch gedacht, so, wir müssen dann an der Geschichte ewig rumtüffeln und machen, aber also ihr fasst die Sachen super schnell auf, setzt die um und behaltet die auch drin. Das ist Wahnsinn. Das ist weg. Also ich bin Manuel, Manu, Workshopleiter,
für den Workshop elektronisches Beat Producing, beziehungsweise ist meine Gruppe vielmehr dafür verantwortlich, die musikalische Umrahmung der Aufführung am Samstag zu bestreiten und zu produzieren. Das ist jetzt wischnell. Ja. Ist aber unten ein Schneider und ein Schwede mit dem Spackeln. Das ist zu schnell. Oder halt so Bass schauen. Ja. Ja. Ich bin gut gekickt. Also ich empfinde das gar nicht, also bin die Jungs gerade überhaupt nicht als wild irgendwie. Sind ein bisschen aufgedreht, aber bringt gute Ideen. Also es hat sehr viel kreatives Potenzial, die Gruppe. Und die Dynamik ist auch, ich kann nur lobend reden an der Stelle. Und ab der neuen hier wird zu nehmen schwer. Das Projekt ist auf jeden Fall wichtig, weil der Sinn von diesem Übergang, von der Übergangszeit, die betrifft uns alle. Den bemerkt man nicht wirklich, also es ist gut für die Wahrnehmung, dass man sich mal damit auseinandersetzt. Es ist einfach eine wichtige Geschichte, mal drüber nachzudenken, ein Stück weit sich mit anderen auszutauschen und neue Einflüsse zu bekommen, was ja in den ganzen Workshops, so wie sie unterschiedlich sind, direkt passiert halt. Also da gibt es keine Frage. Es geht ja dann auch teilweise um Englisch reden. Also man wächst eigentlich nur in der ganzen Geschichte. Ne? Deswegen ist das Projekt äußerst sinnvoll. Auch unter dem Motto Übergänge begleiten. Das sind alles super nette Leute. Haben alle komplett Ahnung von dem, was sie machen. Und ja, also man kommt eigentlich echt gut klar, gibt's nichts zu meckern. Gut. Super Projekt, Team. Ja, dann danke ich erstmal meiner Gruppe, ihr wart super. Ich danke euch allen, weil ihr wart alle super. Die Performance war super, die am Samstag sein wird. ja, danke für die Zeit, ihr seid großartig. Mein Name ist Thomas, ich bin der Klassenleiter der Klasse 8. In diesem Jahr, seit einigen Jahren, gibt es ja das Erwachsenwerden-Projekt, was die Carina und der Hendrik organisieren. Und zum ersten Mal bin ich dabei. Und es ist eine sehr interessante Erfahrung. Das ist jetzt einer der Höhepunkte, die es gibt. In diese Woche sozusagen mit Künstlern sein eigenes Programm auf die Beine zu stellen, sich dabei selber zu erkennen, seine Stärken da zu finden, finde ich also eine sehr positive Sache. Das Beste ist bei dem Projekt, dass sozusagen, dass man sich öffnen kann, dass die Schüler da sind. Ich habe meist im Nachgang erfahren, da ich ja nicht immer dabei bin. Dass so Runden, die ohne mich laufen, also ich muss als Lehrer ja nicht alles wissen, sehr gut gelaufen sind. Das heißt also, die Schüler lassen sich drauf ein, öffnen sich, machen mit, wenn sie das möchten. Ja. Aber jetzt zu sagen, also die Aktion, die beste, kann ich so nicht sagen. Viele Aspekte. Von der ersten Sache im Wald und die ersten Runden mit Krabbert, der eine Rolle spielt, bis jetzt. Und es gibt ja noch mehr. Ich bin gespannt, was noch kommt. Also neben mir sitzt der Adrian und der war in dem Kurs Feuer. Ja, und das ist der Wally und der war bei Creative Expressions. Also wir also Creative Expressions, wir haben eben verschiedene, sage ich mal, und erst haben wir ein bisschen über unsere Gefühle geredet, ich mache es mal an, und über unsere Gefühle geredet, dann haben wir uns eben auch Musikinstrumente selber gebaut.
this. We need some sort of stringed instrument. Maybe if we can make this into a stringed instrument? Und dann haben wir eben selber verschiedene Rhythmen gemacht und dann eben auch Lieder geschrieben, also ein Lied, sage ich mal. Ja, also bei uns war es so, wir haben alles Mögliche mit Feuer gemacht, haben mit Fackeln gespielt, mit Stöcken und mit Toys. Und haben sich auch einige verbrannt, aber es war eigentlich ganz cool. Ich denke, also es wird zwar sehr knapp, aber ich denke, es wird schon alles gut werden. Also was noch nicht klar ist, sind eben die ganzen Übergänge zwischen den verschiedenen Gruppen. Und ja, das denke ich wird knapp, aber ich denke, wir werden es schaffen. Naja, die einzelnen Gruppen, die können es ja schon, so passt das schon. Ja, also unser Motto ist ja eben Birds of Passage. Und was bedeutet? Ja, also Birds of Passage, das bedeutet Zugvögel. Und ja, bei uns ging es halt um den Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Und das haben wir ganz gut gemacht, denke ich. Ich habe, denke ich, davon sehr guten Eindruck. Also mir macht es sehr viel Spaß. Und also ich finde es total cool, dass wir so ein Projekt machen und dass wir eben uns einfach mal unsere, sag ich mal, Gefühle oder unsere Ideen einfach mal mit einführen können in ein eigenes Stück. Das finde ich ganz cool, dass wir das machen. Führt uns sehr weiter, denke ich, ins jugendliche oder erwachsen werdende Leben, weil das eben auch viel zeigt, was dann im späteren Leben passiert. Ich bin der Hendrik, auch Teil von Pure Katharsis, dem Verein, der die ganze Projektwoche hier organisiert. Mein Verantwortungsbereich war hauptsächlich, mich darum zu kümmern, dass die Geldmittel hier fließen. Das heißt, man muss ja immer schon sehr langfristig planen, wenn man Fördergelder beziehen will. Also eine Projektidee schmieden zusammen mit der Carina. Und dann das Ganze zum 30.06.2011, also gerade mal einen Monat nachdem das letzte Projekt beendet war, mussten wir das Projekt schon wieder beantragen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Parallel dazu dann auch immer die Abrechnung der letzten Jahre machen. Ja, und die ganzen Künstler und Künstlerinnen anschreiben. Natürlich immer in enger Zusammenarbeit mit Carina, weil auf unser beider Mist ist das ganze Projekt ja so ein bisschen gewachsen. Mit der Jones-Benelli-Family sind wir schon seit 2007 befreundet. Haben 2008 das erste Projekt auch hier im IAZ zusammen mit ihm gemacht, mit insgesamt 70 Schülern und Schülerinnen vom Chemnitzer Schulmodell. Das Projekt hieß damals Earthlings und seitdem haben wir immer, wenn sie hier in Europa auf Tour waren, wieder kleinere Projekte mit ihnen zusammen gestaltet und 2010 haben wir auch einen Jugendaustausch mit denen gemacht, wo wir mit 16 Jugendlichen aus Chemnitz nach Arizona gefahren sind und die Benelli Family dort besucht haben. Und da lag es auf der Hand, mal wieder ein Projekt gemeinsam zu machen und deswegen haben wir sie hier eingeladen. Die Jessica, die hier für den Bereich Akrobatik zuständig ist, ist eine alte Freundin von uns. Die hat Carina und mich vor Jahren mal dazu inspiriert, selber Partnerakrobatik zu erlernen und dann auch professionell umzusetzen, mehr oder weniger. Und mit ihr haben wir noch nie direkt ein Projekt zusammen gemacht. Und so entstand dann halt die Idee, die Jessie aus Spanien einzuladen und in diese Projektwoche zu integrieren. Das Galli-Theater, da sind wir über meine eigentliche Arbeitsstelle dazu gekommen oder auf die sind wir dazu gestoßen, weil meine Mom mit denen schon Projekte gemacht hat und eine große Tagung organisiert hatte. Und da bin ich halt dann auf das Galli-Theater aufmerksam geworden, habe mich mit Rina auseinandergesetzt, was sie machen. Wir haben uns Stücke angeguckt und dann gemerkt, dass sie sehr gut zu unserer Projektarbeit passen würden.
Na und die Claudia, die hier den Feuerworkshop macht, die ist ja auch Teil von Pyrokatharsis und seit Jahren schon aktiv in der Feuertheatergruppe integriert. Ja, der Manu ist halt ja sowas wie so ein alter Resident-DJ hier in Chemnitz. Ja, er legt halt schon viele, viele Jahre auf. Ist ja eine Clubgröße. Sein Hauptbereich ist halt Jungle und Dubstep. Und der Zufall wollte es, dass Manu hier im IOZ ein Praktikum gemacht hat. Und das IOZ sowieso noch eine Praktikumsaufgabe gesucht hat für ihn. Und Manu halt auch selber Produzent ist. Da hat es sich angeboten, ihn einfach zu fragen, ob er Lust hat, in der Projektwoche mitzumachen. Was denkst du, was dann rauskommt bei der Vorstellung oder was das so jetzt vom momentanen Stand her, was das sich so entwickeln könnte? Ja, es ist halt spannend. Mittlerweile ist es das vierte Projekt, was wir in dieser Art gestalten und es unterscheidet sich ja schon von einem klassischen Theaterprojekt, in dem von vornherein klar ist, wir wollen am Ende Macbeth von Shakespeare aufführen und am Ende soll halt Macbeth auf der Bühne stehen, vielleicht in der Interpretation oder so. Davon unterscheidet sich es komplett, weil wir sagen, hier geht es um eine Prozessbegleitung. Das Ganze ist ja in die Jahresbegleitung eingebunden, die wir mit den Jugendlichen machen. Also wir begleiten die ja von Anfang der 8. Klasse bis Anfang der 9. Klasse zum Thema Erwachsenwerden, hauptsächlich in der Natur. Und uns geht es um diesen bewussten Schritt, Abschied nehmen von der Kindheit und bewusst in das Jugendalter einzutreten. Und das ist ja so ein Teil des Gesamtprojektes. Und wir gehen halt mit den Themen, die sich in dem Jahr ergeben, genauso in der Woche um. Ne? Also wir verstehen uns eigentlich hier nur als die, die den Rahmen für eine Projektwoche halten, die den jungen Menschen gewisses Handwerkszeug mitgeben, wie zum Beispiel so ein Feuershow-Workshop oder die Akrobatik, damit sie das auf der Bühne ausdrücken können, was in ihnen ist, ne, was sie bewegt. Insofern ist donnerstags im Projekt meistens noch nicht klar, was sonnabends wirklich aufgeführt wird. Und für uns ist es genauso spannend wie für die Jugendlichen. Und das macht auch den Reiz der Projekte aus, dass halt nichts absehbar ist, dass alles spannend bleibt. Ja, und wir uns genauso davon überraschen lassen werden müssen, was am Sonnabend aufgeführt wird, wie die Eltern, Verwandten und die sonstigen Zuschauer beim Fuego a la Isla. Hi, I'm Janita, and I'm from Arizona, from the Navajo Nation, and I am here because I love Chemnitz and I love the students here. There's so much incredible creativity that comes out of Chemnitz, out of the youth and out of the projects that Karina and Hendrik work on, and so I'm here to add what I can. As a musician and as a person who expresses themselves creatively. I want to help them to grow in whatever way I can because I care about this community. I really like the concept of Birds of Passage. I think it's really important for young people to understand that the process of becoming an adult is really an important milestone in their life. It's something to be proud of, it's something to embrace and to nurture because it is a process of growing. And in my culture, in the Navajo culture, we do have particular ceremonies for boys and for girls when they become men and women, and that acknowledges that this person is now an adult, this person has particular responsibilities, this person has a role in the community now. And so, you know, bringing that concept back to life is really important. You know, I grew up with that concept, and so
And I'm really happy to see Karina bringing that concept back into this community, because there's a certain sense of empowerment that comes with embracing embracing your adulthood, embracing the transition that you're going through and the challenges that you're facing. I believe that somebody becomes an adult when they recognize they have a responsibility to themselves, to their family, to their community, to their environment. And I think it's more of maturing, because sometimes I meet people who are maybe only, you know, 15 years old, but really they're so much more of an adult. They're so much more mature than somebody who is 60. So sometimes people can go through their entire life and not really reach that adulthood, just in their mind. And so I think that there is no age where somebody becomes an adult. The Birds of Passage is an important presentation that I hope comes to every community, because it's needed. It's needed to honor the fact that that we reach a milestone in one's life. Also ich bin der Ronald Gräfe und ich bin hier als Schauspieler und Trainer in dem Projekt tätig und kümmere mich so um die ganzen Schauspielübungen und die vier Schauspieler, die ja auch einen eigenen Workshop haben. Darum kümmere ich mich hier diese Woche. Beruflich bin ich als Schauspieler und Trainer tätig, war vorher viele Jahre Sozialpädagoge und habe da aber auch schon immer viele Theaterprojekte sehr gerne gemacht, weil ich glaube, dass einfach Theater eine gute Möglichkeit ist für Kinder und Jugendliche, um Dinge zu üben, die sie dann im Leben, also auf der Bühne spielen, um es dann im Leben leben zu können und sich neue Kompetenzen einfach anzueignen im Theaterspiel. Die Idee finde ich super, zum einen dieses Thema Übergänge für Jugendliche im Spiel, dass sie im Spiel Übergänge erleben, Methoden erleben, um Übergänge zu gestalten. Und ja, also es ist eine super Idee, auch mit den vielen verschiedenen Ansätzen, so die Kinder, Jugendliche erleben können. Das ist toll. Auch so als Gruppe für die Kinder ist es einfach gut. Die Arbeit bei uns im Team, im Trainerteam, die ist gut. Also wir sind immer wieder sehr kreativ, wo jeder sich einbringen kann, gucken, was jeder so für Ideen haben, versuchen die miteinander zu verflechten, und es ist eine sehr gute Atmosphäre. Was letztendlich rauskommt aus der Projektwoche ist, dass auf jeden Fall jedes von den Kindern sich neu entdeckt, eine neue Seite an sich sicherlich entdeckt, neue Dinge probiert und geschafft hat und sicher auch eine gute Performance am Samstag, weil es einfach, jedes Kind hat so sein eigenes kreatives Potenzial und unser Wunsch ist, dass jeder sein eigenes kreatives Potenzial einbauen kann und einbringen kann und dass daraus was Großes Gemeinsames entsteht. Das ist unser großes Ziel. Das wird auf jeden Fall gut und die Kiddies haben eine gute Power und die werden die Bühne rocken. Soll ich auch?